Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Was geht ab, liebe Leute? Ich dachte, ich mach mal wieder ein Video. Ich bin allein daheim. Schon mal nicht. Ihr verfickten Mistgeburt. Denn heute, Leute, thematisiere ich mal was ganz Übles, okay? Und zwar diese Frisur. Nein, heute geht es um was anderes. Und zwar, du gehst in Facebook rein. Nein, die Abonnenten müllen dich nicht mit irgendwelchen Bildern zu, sondern die anderen Leute mit irgendwelchen verkackten Scheiß-Videos. Wo sie ein behindertes Scheiß-Bier runtereckt. Was soll diese Scheiße? Kann ich einfach mal sowas entstehen wie, oh, wir machen heute mal 10 Liegestütze. Ich nominiere als nächstes einen Frankie. Mach mir noch 10 Liegestütze. Leute, ich möchte euch kurz sagen, okay? Ich bin ein ruhiger Mensch. Ich lass mich nicht schnell aufregen. Danke, wie geht's? Was? Du Mistgeburt! Hey, willst du mich verarschen, Mann? Ich bin beruhigt. Aber wenn ich Facebook-Posts sehe, bei denen es sich um Scheiße handelt, dann muss ich doch auch mal so reagieren. Ihr verfickten Mistgeburt! Irgendjemand geht in Facebook rein. Was machen wir denn heute? Keine Ahnung. Lass mal wieder eine Scheiße einfallen, oder? Super Idee. Jo, Leute. Ich bin's, der Nico. Und jetzt extra erstmal ein Bier, oder? So, Bier habe ich nun durch Gags. Ich nominiere den blöden Wichser da hinten und den kleinen Penner da. Oder er nominiert 3 Leute, 5 Leute. Es interessiert. Nee, nee, es juckt mich nicht. Mit Käse beschmiert ohne Toilette. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Weil ich mal ehrlich darüber sagen will. Ich finde solche Facebook-Trends eigentlich gar nicht mal so scheiße. Ich finde es eigentlich sogar eine relativ coole Idee, dass man dazu etwas auffordert, wo auf einmal wirklich jeder mitmacht. Ich meine, man muss sich das mal überlegen, da macht jeder mit. Jeder, den ich kenne, der macht da mit. Juckt den nicht. Juckt den nicht. Macht einfach mit, oder? Ich muss sagen, ich finde es eigentlich echt ein spitzen Nebenaspekt, dass man diesen geschichtlichen Bezug mit einbindet, die Leute dazu auffordert, etwas zu tun. Moment hier mal. Wo kommt die Musik her? Wo kommt die Musik in den Anus, dass die Leute dann eben einfach sich denken, hey, wir arbeiten zusammen, lasst uns was für die Gesellschaft tun. Und dann kommt's, ein Bierhexen, ein Bier. Weißt du, anstatt dass sie sagen, so, wir tragen jetzt alle eine schöne Geschichte vor oder ein Gedicht. Ich habe mir hier den Goethe rausgesucht, der nächste, den 300 Farben. Es ist erfreulich, dass es verbindet. Es ist nicht erfreulich, dass es Bier ist. Versteht ihr, was ich meine? Die sind hier nämlich dazu aufgefordert worden, Biere zu trinken. Das kann ja wohl nicht sein, ey, wenn ich hier den sage, Leute, pass auf, wir trinken jetzt kein Alkohol mehr. Da kommt hier die Verleitung, Biere zu trinken. Was soll denn die Scheiße noch mal? Das kann ja wohl nicht sein, dass ich hier den Pipi, ne? Abgenommen! Abgenommen! Das kann ja wohl nicht sein. Also, liebe Leute, ich mache folgenden Vorschlag. Wir erfinden jetzt diesen Facebook-Trend neu. Wir lassen das mit dem Bier und wir machen jetzt was anderes. Wahrscheinlich, oder? Juckt doch sowieso keinen, dass ich das hier gerade erzähle. In diesem Sinne, Leute, ganz ehrlich, wenn es euch nicht interessiert, dann verpisst euch doch.